Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei Miga Caravan in Dinkelsbühl auf unserem Kanal. Heute mal aus einer anderen Perspektive, weil ich genieße förmlich die Sonne. Wir haben jetzt schon knapp 8 Uhr, aber ich habe mir überlegt, ich muss das Video noch machen. Das ist ein ganz wichtiges Thema und zwar Solartest Punkt 1, Fortsetzung. Und dann habe ich euch ja nur gesagt, habe ich da nur einen besonderen Test vorbereitet, sprich Reinschaltung oder Parallelschaltung. Das ganze Thema möchte ich hier nochmal aufbereiten und habe auch nochmal einen zweiten Test dazu aufgebaut. Und ja, da kann sich dann jeder sein eigenes Bild draus machen, was jetzt effektiver ist oder was nicht effektiver ist, ob Hochvolt Module Sinn machen, ob eine Reinschaltung, sprich bei Niedervoltmodulen, also Niedervolt in Anführungszeichen, bei einer Leerlaufspannung von 20 Volt, 21 Volt, so um den Dreh rum, ob das da entsprechend Sinn macht, eine Reinschaltung zu fabrizieren oder ob es da Sinn macht, eine Parallelschaltung zu fabrizieren. Ich muss aber immer wieder dazu sagen, man kann das alles nicht pauschalieren. Also ich kann jetzt nicht sagen, eine Reinschaltung ist immer das Sinnigste oder das Schlaueste. Bei so einem Fahrzeug zum Beispiel oder bei so einem Fahrzeug, bei einem Tournee, da habe ich natürlich nicht viel Platz auf dem Dach. Da würde ich definitiv nie eine Reinschaltung in Erwägung ziehen. Eine Reinschaltung macht für mich nur dann Sinn, das habe ich auch schon ein paar Mal betont, wenn ich zwei Platten, die nebeneinander oder in der Nähe voneinander sind und die dann nochmals mit einem Pärchen oder drei jeweils parallel zueinander laufen. Also sprich vier Module, sechs Module, neun Module oder eben acht Module dementsprechend, damit man die anständigen Pakete machen kann. Dann macht es Sinn. Nur dann ist meine Meinung, alles nur auf meinen Mist gewachsen, kann sich jeder sein eigenes Bild machen, ohne hier wieder irgendjemanden nahe zu treten wollen mit über 20 Jahren Berufserfahrung, die natürlich auch immer wieder einen super Job gemacht haben und auch alles gut machen. Auch denen möchte ich nicht so nahe treten, sondern das sind meine Erkenntnisse und meine entsprechenden Testergebnisse und meine Beratungsergebnisse. Und ich kann nur sagen, dass meine Kunden, die mittlerweile von uns mit Solaranlagen rumfahren, inklusive der Fahrer mit der Concorde, sehr zufrieden sind und mit der Stromausbeute, was sie denn haben, jetzt neuerdings, die dann doch wesentlich mehr ist, nicht unzufrieden sind. Und daher eben dieser Test. Und auch möchte ich nochmals betonen, den Solartest mache ich nicht, um irgendwelche Zellen schlecht zu machen, Platten, Module schlecht zu machen, weil auch wir verkaufen alle Platten, die ich da teste. Also das ist Quatsch. Nur Leute, ich habe noch keinen Test gesehen von einem, keine Ahnung, jetzt nennen wir mal die Autobild oder ja, was war, Stiftung Warentest oder welche Tests man auch immer nehmen wollen, man vergleicht ja immer verschiedene Art oder verschiedene Produkte gegeneinander. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, immer die gleichen Produkte zu vergleichen und zwar nur die, die von einem Hersteller sind und nur die eine Zelle in den verschiedenen Größen. Was soll ich da testen? Also das ist ja totaler Quatsch. Also ist absoluter Humbug. Wenn, dann macht man natürlich einen Test von einem BMW, von einem VW, von einem Audi oder ich teste ja nicht BMW gegen BMW. Also die Aussage habe ich überhaupt nicht verstanden und die Sinnhaftigkeit dahinter verstehe ich schon gleich dreimal nicht. Aber mag jeder sehen, wie er will. Ich mache das, weil ich alle Module im Programm habe und ich mache das auch, um den jeweiligen Kunden
mit der richtigen Bedarfsanalyse, mit dem richtigen Fahrzeug, in der richtigen Konstellation das richtige Produkt empfehlen zu können. Das ist mein ganzer Hintergedanke an diesem Test und das auch hier nochmal ganz klargestellt. Und auch ist dieser Test privater Natur. Nein, ich bin kein Prüfinstitut und nein, ich werde auch kein Prüfinstitut werden. Und diese Ergebnisse werden auch für mich alleine dienen und diejenigen, die es interessiert. Alle anderen, ganz ehrlich, können mich gern haben, weil die sollen dann einfach diesen Test vergessen, sollen sich daran nicht aufgeilen und sollen den Scheiß dann auch nicht anschauen. Der Test ist mir wichtig für mich und der kommt da aus der Konstellation raus, wie ich auch jüngst ja wieder gesehen habe, Rein- oder Parallelschaltung, schnell mal 6 Module hinstellen, 3 Minuten die Kamera draufhalten und gleiche Ergebnisse ablesen und passt, ist genauso gut. Und das, sage ich, ist totaler Schwachsinn. Wenn man einen Test macht, dann muss ich den 24 Stunden machen, sprich, wenn ich so einen Test rein Parallelschaltung mache, damit ich den Morgen, Abend, Mittag alle Situationen mitnehme. Und wenn wir es ganz genau nehmen müssten, müssten wir jetzt mit diesem Rein- und Paralleltest natürlich auch in den Winter gehen, in den Herbst, in den Frühjahr gehen. Bloß ganz ehrlich, Leute, mittlerweile sprengt es dann auch so langsam das Budget dafür, weil das kostet ja alles ein Wahnsinnsgeld und Zeit vor allen Dingen. Und ist man auch dann irgendwann zu doof. Und drum mache ich ja meinen 365-Tage-Test, weil nur für mich die Sinnhaftigkeit darin besteht, das Frühjahr mitzunehmen, den Herbst mitzunehmen, den Sommer mitzunehmen, genauso wie aber auch den Winter mitzunehmen und dann festzustellen, welche Platte ist denn in welcher Jahreszeit besonders gut, welche hat da ihre Vorteile, welche hat da ihre Vorteile. Warum mache ich das? Weil es ja auch Menschen gibt, die fahren gern nach Skandinavien, die fahren gern nach Südspanien. Und da eben immer wieder die richtigen Platten anbieten zu können, genau darum mache ich diesen Test. Und jetzt haben wir, ich müsste nachrechnen, 114 Tage sind vergangen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt am Rechner und gucken uns diese 114 Tage in der Gesamtsumme mal an, welche Platte da gut weggekommen ist, und dann gucken wir uns noch das Ergebnis an zwischen den 4 Platten, die ich da aufgebaut habe, was Rein- und Parallelschaltung so macht. Also, wenn es euch interessiert, bleibt dran, und dann würde ich sagen, gehen wir am Rechner und schauen uns die ganze Thematik einfach mal an. So, liebe Freunde, ich habe hier meinen Solartest, habe ja versprochen, dass wir das Video noch intensivieren, und hier sehen wir unsere Platten liegen, habe ich ja schon oft genug erklärt, nach wie vor liegen die hier in meinem Garten auf Paletten, ganz bewusst, weil das die Situation so nachstellt, wie es auch auf dem Wohnmobil liegen, nicht schräg, nicht aufgebaut, nicht aufgeschrägt oder sonstiges, und somit liefere ich hiermit dann auch gleich die Ergebnisse noch, die besprechen wir jetzt gleich noch im Anschluss. Zum nächsten habe ich hier eine neue Teststation aufgebaut. Dieses Mal wieder in meinem Garten, aber auf Paletten. Und zwar um absichtlich 4 Module mit 21 Volt Leerlaufspannung. Hier geht es mir nämlich darum, um die schlüssige Debatte mit Rein- oder Parallelschaltung. Es gibt ja immer wieder Leute, die behaupten, Reinschaltung totaler Bullshit, totaler Quatsch, muss nicht gemacht werden. Vollkommen richtig, muss auch nicht gemacht werden. Es geht aber darum, dass definitiv eine höhere Spannung einen besseren Ertrag erzielt. Auch mit diesen Modulen, und zwar der sogenannten Backkontaktzelle. Weil nicht umsonst hat auch SunPower selbst mittlerweile ein Hochvoltmodul rausgebracht. Warum würden sie das tun mit der gleichen Zelle, wenn es keinen Sinn machen würde? Also auch das gibt es mittlerweile im Handel zu kaufen. Und ich schwenke jetzt einfach mal hier auf meine 2 Solarregler. Und zwar sehen wir rechts
die Parallelschaltung und links sehen wir die Reinschaltung. Und ich glaube, ich muss da gar nicht viel dazu sagen. Diesen Test lasse ich jetzt parallel immer wieder laufen und blende euch immer wieder mal den Unterschied dar. Und der ist ja schon beachtlich. Also wir sprechen hier jetzt aktuell um 1 Ampere circa, wo es hier immer wieder rauf und runter schwankt, mal mehr, mal weniger, wo hier der Unterschied ist. Ich meine, 1 Ampere in der Stunde, also kann sich jeder selber ausrechnen, was das dann im Ertrag letztlich immer wieder ausmacht. Also es ist schon besser. Noch dazu kommt der Vorteil natürlich früh morgens und spät abends. Bei diffusem Licht natürlich etwas höher wie bei klarem Sonnenschein. Das alles muss natürlich berücksichtigt werden. Es sind keine Welten, aber Fakt ist, ein MPPT-Regler kann einfach mit höherer Spannung wesentlich mehr Effizienz rausholen und wir sehen es ja da eindeutig. Also da muss man ja gar nicht viel sagen. Das ist eine ganz normale Schaltung, Reinschaltung, Parallelschaltung. Ich mache hier keinen Hehl draus. Hier seht ihr die Solarregler an einer Batterie angekoppelt. Ja, das könnte man noch besser machen, indem er jede Schaltung jetzt separat noch an eine Batterie anstöpselt. Dann wäre das Ergebnis nur ein bisschen eindeutiger, aber es wird sich nicht viel ändern. Also, ich blende es jetzt immer wieder ein und zeige euch da die Unterschiede und lasse das so ein bisschen mitlaufen. Und ja, das spricht dann letztlich Bände von selbst. Und jeder kann sich sein Bild machen, was er macht. Natürlich nicht auf jeden Wohnmobil geeignet. Auch das ganz klar gesagt, habe ich auch immer wieder betont. Es gibt Konstellationen, wo eine Reihenschaltung echt Quatsch ist. Muss man ganz deutlich sagen. Bei 3 Modulen, bei 2 Modulen würde ich nie eine Reihenschaltung machen. Für mich fängt eine Reihenschaltung bei 4 Modulen an, 6 Module, 8 Module, da kann man Reihenschaltungen machen. In dem Fall sind es jetzt 4 Module. Die 2 parallel verschaltet, haben wir hier auch ganz klar gezeigt. Plus plus zusammen. Hier haben wir Reinschaltung macht, auch das ist ganz klar zu sehen, wie das verkabelt ist. Und die 2 sind in Reihe und die 2 sind parallel. Wir können hier auch mal durchzappen, da sieht man dann auch entsprechend die Voltzahl. Das ist der Unterschied. Hier haben wir 18,8, hier haben wir 37,4. Und da kann man dann sich eben vorstellen, was der Solarregler, ein MPPT-Regler draus macht. Ihr seht selbst. Definitiv in der Reihenschaltung mehr Leistung. Und es ist nicht ganz ohne. Ne? Also man muss es einfach dazu sagen, es ist nicht ganz ohne. Und dann nützt es auch nichts, wenn ich einfach 4 Module mal schnell wohin stelle und dann irgendwas einblende, sondern hier sehen wir es ja eindeutig. Ich meine, besser kann man es nicht mehr ablesen, besser kann man es nicht mehr zeigen, wie der Unterschied ist. Und da kann sich dann, wie gesagt, jeder sein Bild dazu machen, was effektiv besser ist. So, werfen wir wieder einen Blick drauf. Die Sonne ist jetzt weg. Wir haben jetzt aktuell 18.39 Uhr. Nur so viel, 1 Ampere, wieder Unterschied bei diffusem Licht. Weil jetzt ist die Sonne weg. Ich blende euch mal kurz hier den Himmel ein. Er ist ziemlich bewölkt. Da hinten, wo die Sonne steht, ist ziemlich viel Wolken. Ich warte jetzt für euch nur ein bisschen, bis dann die Sonne ums Hauseck rum ist. Und dann können wir auch sehen, also ihr seht, immer wieder, dennoch, immer wieder 4,3, immer 1 Ampere, 1,2, 1,5 Ampere. Wo wir hier Fakt mehr haben. Jetzt warten wir nur ein bisschen, bis die Sonne ganz weg ist und bis sie gar ums Hauseck rum ist und das Licht richtig diffus wird. Ja, und dann schauen wir nochmal nach und dann hole ich euch noch einmal dazu. So, jetzt ist die Sonne hier ums Hauseck rum. Also ihr seht, es sind bloß noch ein paar Wolken. Es ist jetzt nur noch hell. Es scheint überhaupt keine Sonne mehr, sondern es ist halt blauer Himmel, aber es ist nur noch hell. Und jetzt schauen wir mal, was der Unterschied hier zwischen einer Reihenschaltung und einer Parallelschaltung macht.
Nochmal, ich habe hier zwei Platten parallel verschalten. Hier habe ich zwei Platten in Reihe verschalten. Spielt da gar keine Rolle, ob das jetzt zwei oder drei sind. Also das ist wurscht, denn meine Behauptung war ja, dass ein MPPT-Regler wesentlich mehr aus 30, 35, 40 Volt rausholt, wie aus 21 Volt. Und jetzt wieder der Blick auf meine Solarregler. Wir sind wieder konstant bei einem Unterschied von 1 Ampere. Also ihr seht, links die Reihenschaltung macht 1,24 Ampere, rechts 0,27 Ampere. Wir können das Spiel jetzt noch ein bisschen fortsetzen, bis der hier gar auf 0 ist. Und dann werden hier aber immer noch eine längere Zeit 1 Ampere fließen. Und genauso ist es natürlich in den Morgenstunden, wenn es früh hell wird, da legt der schon lang los, wo der hier noch schläft. Und das Ganze werden wir uns dann näher angucken, wenn es morgen früh ist, beziehungsweise ich werde jetzt mich nur umziehen, weil ich mache jetzt dann langsam Schluss, wir haben jetzt 19 Uhr. Und dann halten wir nochmal drauf, kurz vorm Gehen, und dann schauen wir mal, wie es da ausschaut. So, jetzt schauen wir mal kurz auf die Uhr. Hier sehen wir es. 19.51 Uhr. Also die Sonne ist jetzt effektiv wirklich komplett rum ums Eck. Jetzt haben wir hier auch noch ein paar Wolken. Hier haben wir zwar blauen Himmel, aber keinerlei Sonne mehr da. Und jetzt schauen wir gerade mal wieder auf unseren Solarregler. Und auch hier müssen wir wieder sagen, eindeutig hier immer noch 42, 0,42, 0,44, hier 0. Der hier ist schon tot. Und das hier geht jetzt nur eine ganze Ecke, weil die Helligkeit bleibt natürlich. Und wenn wir jetzt auf die Voltzahl schauen, haben wir hier nur 30,2 Volt, 29 Volt. Hier haben wir 16 Volt, da kann nichts mehr kommen, da ist vorbei. Das ist einfach so, weil die 21 Volt hier nicht mehr ausreichen, bricht gar zusammen. Und die Sonnenstrahlen einfach nicht mehr da sind. Also, dann kommt hier 0 und hier haben wir nur 31 Volt und hier kommen immer noch 0,42 Ampere. Und es geht jetzt eben heute nur den ganzen Abend lang, bis es letztlich gar dunkel wird. Und somit hat man hier einen effektiven Vorteil, dass natürlich wesentlich mehr in den Akku reingeht. Über die Zeit, ganz klar. Das ist immer der Punkt. Und somit hat die Reihenschaltung effektiv wesentlich größere Vorteile wie die Parallelschaltung bei solchen Modulen. Und wenn man natürlich den Platz auf dem Wohnmobildach entsprechend zur Verfügung hat. Also, jetzt warten wir mal ab. Wir lassen es laufen, den Test, weil ich packe den nicht in 10 Minuten wieder weg. Wir lassen den einfach mal laufen. Mal gucken, was er morgen früh macht, wie es da ausschaut. Und morgen tagsüber, da blenden wir dann immer wieder ein und werden das dann immer wieder vergleichen. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. So, wir haben jetzt 6.45 Uhr. Ihr seht, die Sonne ist noch nicht heraus. Es ist zwar strahlend blauer Himmel, aber meine Module liegen hier voll im Schatten. Ihr seht's. Also das ist eindeutig. Und jetzt gehen wir mal wieder auf den Solarregler. Ihr seht auch hier nur den Morgentau auf die Module. Und ich blende euch jetzt mal wieder hier den Solarregler ein. Und hier sehen wir wieder, Parallelschaltung steht noch auf 0. Die arbeitet mal noch gar nicht. Und die Reihenschaltung bringt schon 0,5 Ampere. Wow. Und das morgens um 6.45 Uhr. Also ich bin jetzt einmal gespannt. Ich versuche das im Auge zu behalten, wann die Parallelschaltung denn genau loslegt. Wird nur ein bisschen dauern, weil die Sonne ja noch gar nicht da ist und die Module noch voll im Schatten liegen. Also ihr seht hier, der ganze Streifen ist noch komplett bedeckt und komplett im Schatten. Ich glaube, wie ich gestern schon ein paar Mal erwähnt habe, das ist Beweis genug, dass also auch bei den Backkontaktzellen von der Firma Sunbauer die Reihenschaltung effektiver ist
weil wir sehen es hier eindeutig, 0,5:0. Und das geht natürlich wieder eine ganze Zeit lang, weil die arbeitet ja schon eine ganze Zeit lang voll im Schatten. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn man mehr Volt hat. Weil wir können jetzt hier wieder mal kurz auf den Voltertrag schalten. Hier habe ich schon 33, 34 Volt und hier genau 17, da kann noch nichts gehen, weil der MPPT-Regler mit 17 Volt nichts anfangen kann. Da wird er auch nichts erzeugen, da wird auch nichts kommen. Und das ist eben einfach Fakt der Unterschied. Das ist Elektrotechnik, da kann niemand was dran ändern, auch wenn er will. Da machen auch keine 20 Jahre Erfahrung irgendwas wett. Das ist einfach so, weil das Physik ist, da kann man nichts, ja, da kann man nichts dran rütteln. Das ist einfach so. Und das war für mich echt ein wichtiger Test, weil natürlich muss man immer gucken, damit man da auch wirklich, was man behauptet, bei der Wahrheit bleibt und nicht irgendeinen Quatsch erzählt. Und damit habe ich das ja eindeutig irgendwo auch bewiesen, dass es faktisch so ist. Wir werden jetzt das Ganze noch ein bisschen laufen lassen heute tagsüber und werde euch die Unterschiede immer mal zeigen. Also wann die loslegt und wie da letztlich die Unterschiede ausschauen. Also bis gleich. Euch schon mal einen schönen Start in den Tag. So, und je höher langsam die Sonne kommt, desto eindeutiger wird der Unterschied. Wobei wir hier immer noch, ihr seht's, hier ein ganz kleiner Streifen erst in der Sonne ist. Also das heißt, hier geht der Streifen entlang. Ihr seht es hier auch an diesen Modulen. Also wir sind kurz davor, dass die Module langsam in die Sonne eintauchen. Und wenn wir jetzt auf unseren Regler gucken, selbst hier hat die Parallelschaltung immer noch 0,00 Ampere Leistung. Und was hat unsere Reinschaltung? 0,8 Ampere, wo wir hier schon reinkriegen. Und das jetzt schon eine ganze Zeit lang. Also damit fahren wir natürlich schon wesentlich besser, weil das ist auch der Beweis, dass eine Reinschaltung, also sprich auch ein Hochvoltmodul, früh, viel früher anfangen wie die Niedervoltmodule, sprich die Reinschaltung. Genau so ist nämlich der Unterschied. Und das sieht man hier eindeutig, was definitiv mehr Volt ausmacht. Also bleibt dran, es wird spannend den ganzen Tag über. So, jetzt sind die ganzen Platten natürlich komplett der Sonne. Wir haben jetzt knapp 8 Uhr. Und was haben wir hier? Also die Reinschaltung macht 5,68, 5,67, 5,65 und die Parallelschaltung macht 4,5, 4,4. Also wir sehen hier permanent auch hier wieder 1 Ampere Unterschied. Zudem, dass wir früher anfangen, zudem, dass wir abends länger laden, über den Tag hinweg, kann sich jeder ausrechnen, was das bedeutet. So, jetzt gibt es wieder einen kleinen Zwischenstand. Hier liegen wieder unsere 4 Platten. Und wenn wir jetzt angucken, wir haben jetzt 10.42 Uhr, also knapp 11 Uhr. Und daraus ergibt sich jetzt schon ziemlich viel Leistung. Die Sonne steht, na, schauen wir mal, hier oben, strahlend blauer Himmel, die ballert runter. Jetzt ist natürlich der Unterschied nicht mehr ganz so groß, weil natürlich hier jede Art von Schaltung voll zum Tragen kommt. Jetzt kann natürlich auch die Parallelschaltung ihre Stärken voll ausleben, aber nichtsdestotrotz haben wir hier immer einen Unterschied. Also ihr seht hier wieder Reinschaltung 12,05. 12 Volt, Ampere, 12 Ampere, 11,98, jetzt gehen wir hier rüber, 11,40, 11,45, es ist immer noch ein halbes Ampere Unterschied. Also, es ist ganz wichtig, die Parallelschaltung und Reinschaltung. Die Reinschaltung kann natürlich ihre Stärke erst am Tagesbeginn, am Tagesende im diffusen Licht ausspielen und natürlich ganz gravierend Frühjahr und Herbst. Da ist es natürlich ganz entscheidend. Und das ist eben der gewisse Vorteil einer Reinschaltung, sprich, wenn man viel Volt hat.
dass das einfach bei diffusem Licht wesentlich vergünstigt und ich dadurch wesentlich mehr Leistung aus der Solarplatte rausholen kann gegenüber einer Parallelschaltung. Und das ist Fakt und das ist totaler Quatsch, wenn es heißt, die Zelle ist hier extra dafür gemacht, damit man eine reine Parallelschaltung macht. Totaler Blödsinn. Ich beweise es ja gerade, also jede Zelle ist natürlich für Parallel sowie auch für eine Reihenschaltung gemacht. Und Fakt ist, dass ich einfach bei einer Reihenschaltung wesentlich mehr Effizienz raushole. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist einfach so. Wir bleiben dran. Ich zeige es euch dann nochmal gegen Nachmittag rum. Hier haben wir immer wieder 04, 05 Unterschied, wo doch die Reihenschaltung immer ein Ticken stärker ist. Und dann schauen wir mal, was am Nachmittag passiert und wie da wieder der Unterschied liegt. So, hier haben wir unsere normalen Platten. Ja, ich weiß, das ist jetzt heute ein bisschen unfair, weil die natürlich hier jetzt ein bisschen an Schatten werfen, minimalst. Ja, ich habe hier nicht so viel Platz, aber die Sonne, die kommt jetzt gleich rum, dann ist der Schatten da wieder vorbei. Und jedenfalls mache ich heute dann nur die Auswertung fertig und dann gibt es ein neues Ergebnis, wie es da aussieht. So, hier sind wir wieder bei unserem Solartest, Rein- oder Parallelschaltung. Jetzt läuft die ganze Chose 24 Stunden. Wir haben jetzt 17.26 Uhr. Ihr seht, die Sonne ist jetzt hier rumgewandert. Die steht jetzt auf der Seite. Die Module sind jetzt ein bisschen anders in der Sonne, aber immer noch in der Sonne. Jedoch haben wir hier wieder unsere 1 Ampere-Stunden Unterschied. Ihr seht, hier haben wir 8,21 bei der Reihenschaltung und 7,93 bei der Parallelschaltung. Also, hiermit beende ich das Ganze jetzt aber auch. Ich gehe hier noch einmal halt in die andere Richtung zurück. Hier haben wir jetzt erreicht 18,3 Volt. Hier haben wir 36,8 Volt. Also ihr seht, es ist Fakt, einfach ein anderer Ertrag. Das kann man dementsprechend ablesen. Jetzt schauen wir mal noch einen Wert an. Der wird mich jetzt mal noch interessieren. 47 AH. Okay, von der Gesamtleistung her. Also es ist im Tag über im Verhältnis, macht es schon wirklich einiges aus. Also permanent 10 Stunden am Tag ist es 1 Ampere Stunden mehr. Plus die Zeit, wo ich ja im Video schon gezeigt habe, wo es früh länger lädt, abends länger lädt. Also hat einfach eine Reihenschaltung faktisch definitiv seine Daseinsberechtigung, wenn es um diese Module geht, die eine geringere Spannung aufweisen, wie zum Beispiel diese Backkontaktzelle von der Firma SunPower. Gibt natürlich auch zig andere Zellen, die das Gleiche aufweisen. Und da macht Reihenschaltung einfach Fakt mit Einsatz eines MPPT-Reglers. Wenn wir jetzt einen ganz normalen PPM-Regler nehmen, dann spielt es relativ wenig Rolle. Dann brauche ich natürlich auch keine Reihenschaltung, weil der ist auch nicht so effizient. Immer abhängig vom Einsatzgebiet, habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und da macht es einfach wirklich faktisch was aus. Aber es sieht man ja eindeutig, also wenn ich jetzt hier definitiv immer wieder drauf gehe, 8,96, auch hier wieder, ne, 8,08 zu 7,24. Es ist immer ein Unterschied da. Es kommt definitiv mehr runter. Das ist so. Und jetzt muss man ja rechnen, wie bei der Concorde. Wenn ich jetzt bei zwei Modulen 1 Ampere mehr habe durch die Reihenschaltung, müsste er mal drauf gehen. Wenn ich jetzt drei Module hätte, wäre der Unterschied nur ein bisschen größer. Weil dann hätte ich ja wesentlich mehr Unterschied. Und dann noch drei Pakete davon, wie bei der Concorde. Da macht es mal, ich habe das grob überschlagen, die Reihenschaltung vom Gewinn her über den Tag roundabout 35 bis 40 Ampere-Stunden aus, wo ich mehr Ertrag habe durch die Reihenschaltung.
Das ist das, was mir der Kunde bestätigt hat. Das ist das, was ich hier ablese. Das ist das, was ich errechnet habe durch die elektrotechnische Gesetzgebung. Das ist einfach so. Und ja, das ist auch der Grund, warum wir das so gehandhabt haben. So, jetzt aber zu unseren Ergebnissen der Solartests. So, der Tag ist rum. Die Sonne ist wieder verschwunden hinter den Häusern. Und wir wagen einen letzten Blick nochmals auf unser Test, auf unseren Versuch, Rein- oder Parallelschaltung. Und ich werfe hier nochmal einen Blick auf meine Solarregler und ihr seht, die Reinschaltung arbeitet immer noch mit 0,44 Amperestunden, während hier die Parallelschaltung schon abgeschalten hat. Der macht schon mal gar nichts mehr. Das haben wir gestern schon mal gehabt, das habe ich euch gestern Nachmittag schon gezeigt und das gleiche ist heute wieder. Und ich kann es nur immer wieder betonen, summiert über die Plattenmenge, summiert über das Jahr, über Früh, Abend, Herbst, Winter, diffuses Licht. Ja, dazu muss ich glaube ich nicht mehr, sagen, ist jetzt aktuell Beweis genug. Und das wollte ich bloß noch mal kurz einblenden. Letztlich widmen wir uns jetzt diesen Platten und dazu gehen wir mal am Bildschirm und gucken uns die Werte exakt so, an. Jetzt haben wir die ganzen Zahlen hier vor uns. Noch mal ganz kurz zur Erklärung bzw. zur Aufdröselung für Leute, die nur dazugeschalten haben. Wir testen hier 5 verschiedene Solarmodule. Einmal die SunPower Backkontakt mit 120, einmal WCS Schindeltechnologie mit 60 Volt, 130 Watt Peak, einmal die Activewire von WCS mit 125 Watt Peak, einmal die Büttner MT Blackline mit 130 Watt Peak, einmal ein JWS Modul als günstiger Einsteiger oder günstiges Modul mit 130 Watt Peak. Das sind die Module, die sich gegeneinander oder die ich einfach mal aufgestellt habe. Dann haben wir hier die roten Zahlen, sind die erreichten Amperestunden. Da liegt das Hochvoltmodul mit 60 Volt natürlich schon relativ weit voraus. In 117 Tagen haben wir 2008 Amperestunden erreicht. Das Activewire 1856, das Büttner Modul mittlerweile 1777 und das Backkontakt 1709 und dazwischen liegt dann noch das JWS Modul mit 1960 Amperestunden. Jetzt muss man das Ganze natürlich aber ein bisschen relativieren. Und zwar haben wir jetzt natürlich dann noch die Wattstunde pro Quadratmeter ausgerechnet. Also das heißt, das war mehrfacher Wunsch von euch, damit wir einfach mal so ein bisschen die Effizienz rauslesen können aus so einem Modul. Und da merkt man dann schon, das günstigere Modul, das schneidet da ziemlich schlecht ab. Ganz klar, wie auch das Büttner Modul sehr schlecht abschneidet, weil wir natürlich hier beim JWS eine Riesenfläche haben. Das ist ziemlich groß und darum macht der dann 19,66 Wattstunden, wo dann er hier 1954 macht. Und da liegt dann auch trotz alledem das Büttner, das WCS Modul mit 24,92 Wattpeak, Wattpeak, nicht Wattstunden, Wattpeak pro Quadratmeter, totaler Quatsch. Natürlich noch vorne und dann gefolgt vom Backkontakt, also das ist auch nicht schlecht, liegt auch sehr weit mit vorn in der Effizienz, in der Quadratmeter-Effizienz. Also das ist schon mal trotz alledem nicht schlecht. Wir haben das Ganze aber natürlich auch runtergerechnet, weil wir natürlich unterschiedliche Module haben. Also haben wir natürlich auch gerechnet pro Wattstunde, also pro Wattpeak und Wattstunde, damit das natürlich auch ein Vergleich ist, weil es macht ja gar keinen Sinn zu sagen,
wie soll ich das jetzt ausdrücken? Es macht ja gar keinen Sinn zu sagen, 130 vergleichen wir mit 120. Das passt ja nicht zusammen. Also haben wir das natürlich runtergerechnet bei pro Watt Peak. Das heißt, auch hier sehen wir die deutlichen Unterschiede. 185 zu 200, 193 und 177 des Büttner ist natürlich ja nicht ganz so versprechend, aber auch nicht schlecht. Ne? Also es ist alles im Rahmen. Und das JWS mit 196 auch okay. Dann haben wir natürlich noch ausgerechnet, was der Ertrag pro Quadratmeter ist. Auch den haben wir ausgerechnet. Und zwar haben wir den hier notiert. Also die Fläche, ne? Fläche Quadratmeter in dann dementsprechend Amperestunden. Was da noch dazu rauskommt. Und auch da muss ich sagen, ist das WCS-Modul natürlich durch die Hochvolttechnologie. Und ich habe es ja auch vorhin eingangs schon gezeigt, mit Rein- oder Parallelschaltung, wenn ich natürlich zwei Module in Reihe schalte, die weniger Volt haben, dann knallt es natürlich dann schon richtig runter. Also das muss man dann schon aussagen, da kommt natürlich dann schon richtig Zunder rüber. Da passiert dann schon was, merkt man ja auch. Jedenfalls im Gesamtergebnis schaut die ganze Thematik nicht so schlecht aus. Die trennen sich auch nicht so groß, also das muss man auch ganz klar sagen. Das ist alles im Rahmen, finde ich. Ne? Also das ist, ja, ich bin natürlich Fan von dem Hochvoltmodul, weil ich natürlich auf einer geringen Fläche hohe Effizienz durch die Hochvolt, 60 Volt ist natürlich schon eine Nummer. Und das fängt natürlich in der Früh schon sehr früh an. Und abends bei diffusem Licht oder gerade Herbst und Winter, da spielt sich das richtig aus. Und wir sehen es ja, ne? Also in der Früh, wo hier immer gerade ein bisschen früher anfängt und ein bisschen länger abends macht, wo halt die anderen Module hier schon alle in Schlaf gehen, ist das halt nur voll da. Und das ist natürlich dann schon nochmal. Ich meine, das da hat Betriebsspannung von 21 Volt, das sackt da natürlich ab. Der hat 60 Volt, der ist noch da. Der Activewire arbeitet, glaube ich, müsste jetzt genau noch schauen, auch mit knapp 40, 35 Volt, ist natürlich auch noch da und macht, ne, aber natürlich auch schon schlechter wie jetzt das Hochvoltmodul. Das ist einfach so. Da kann man sich gar nicht groß wehren dagegen, weil ja, das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Ich führe das Ganze hier natürlich immer wieder auf und wenn wir jetzt mal hier reinleuchten in den April, da habe ich zum Beispiel, wobei den haben wir ja schon mal gehabt, gehen wir mal ein Stück weiter runter. Das war jetzt erst vor kurzem und zwar, jetzt muss ich gerade mal gucken, hier zum Beispiel, da haben wir so einen Tag, da ist natürlich das Gesamtergebnis nicht wirklich gut, aber wir sehen halt hier, mit 19,55 Volt Durchschnitt, da kommt auch nicht mehr viel runter, wo beim Hochvoltmodul, da war es den ganzen Tag natürlich total siffig und trüb, da kommt hier aber dennoch mehr. Das ist halt der Punkt. Und bei den anderen sind wir halt überall bei 130, da sind wir auch bei 140, aber da sind wir halt auch bei 140. Ne? Also das merkt man halt. Und wenn wir auch die anderen Werte immer vergleichen, wenn wir auch mal ein Stückchen weiter hochgehen, da war der Tag ein bisschen besser, 370, 430. Ne? Also da macht er gleich aus dem diffusen Licht schon wieder ein bisschen mehr. Genauso wie hier 380 ist ein bisschen besser, aber die anderen sind dann auch schon wieder etwas schlechter. Also und da können wir so die einzelnen Werte immer wieder durchgehen. Jetzt kann man sagen, okay, kann man ja alles türken. Ja, kann man. Natürlich drücken, habe ich aber nichts davon. Also ich lade auch immer jeden gern ein, habe das auch bei meinem Camper-Treffen gemacht und es waren auch welche da, die sich den Solartest genauer angeschaut haben und waren auch sehr positiv überrascht, wie ich das mache. Habe dann auch die Vitron-Regler, da wird ja mitgeschrieben, also das sind ja die Zahlen, die man alle nachvollziehen kann und dementsprechend ist es dann auch dokumentierbar und am Campertreff waren ja über 100 Fahrzeuge bei uns und da haben etliche die Geschichte dann auch angeschaut.
Hier ist zum Beispiel auch so Tag, ne? Da haben wir hier beim Backkontakt 6,30, 7,50, 6,90, 6,40. Ja, also da sehen wir schon die günstige, auch mit 6,90, wobei ich da schon gemerkt habe, an besonders heißen Tagen ist die schon gar nicht mehr so ertragreich. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal heute gucken, heute war nämlich tagsmittag schon ein sehr warmer Tag, wenn wir den jetzt angucken, 5,90, okay, 7,20 beim Hochvoltmodul vom WCS und jetzt springen wir mal ganz hinter auf die günstige, die hat dann schon 6,60, die verliert dann schon an Leistung, ne? Also wenn es der zu warm wird, dann mag die auch nicht mehr richtig. Dann hat die auch schon verloren. Also die bricht da dann auch schon ein bisschen ein. Ja, das waren hier mal wieder Daten, Fakten, Zahlen. Jetzt haben schon viele bemängelt, ja, schreibt doch mal oder dokumentiert doch das Wetter mit. Leute, ganz ehrlich, wir haben hier das Datum, wenn jemand wissen will, was für Tag das war, wie da das Wetter war, bitte schaut selber nach. Weil es ist ein Test, der letztlich für mich ist, um meine Kunden zu beraten, wie ich es ja schon gesagt habe. Und ich kann jetzt beim besten Willen nicht auch noch die ganzen Wetteraufzeichnungen machen. Da habe ich leider wirklich die Zeit nicht dafür. Ja, in dem Sinn, finde ich das wieder ein tolles Ergebnis, tolle Erkenntnis, trotz alledem. Und ja, ich finde, der Solartest ist gerechtfertigt und ja, wie ja schon einige Propheten vorhergesagt haben, ist das WCS-Modul natürlich schon ganz vorne mit dabei. Ich muss aber auch klipp und klar sagen, dass die, das ist jetzt wirklich mal voller Ernst, in der Backkontaktzelle schon auch echt Power steckt, weil die natürlich schön klein und schnucklig ist, aber wie gesagt, ich würde die immer in Reihe schalten, weil dann kann man da noch viel mehr aus der Geschichte rausholen wie parallel. Und meine WCS-Module, die sind natürlich wirklich super gut dabei und machen einen guten Job. Wie aber auch das Büttner-Modul so ein bisschen aufgeholt hat, das hat so ein bisschen Stärke gewonnen. Und ja, das günstige Modul beobachten wir mal weiter in der Hitze, weil jetzt, wo es richtig warm wird, habe ich festgestellt, verliert es halt einfach an Leistung und kackt da ein bisschen ab. Man muss aber auch eins nochmal dazu sagen. Ja, das ist ganz gut, aber zum Preis, weil das ist ja schon ein sehr, sehr günstiges Modul, muss man aber auch immer dazu sagen, ich glaube, Büttner 2-Jahr-Garantie, JWS, ich glaube maximal 1 Jahr oder 2 Jahre, weiß ich nicht, WCS, 10 Jahre, Backkontakt, soweit ich weiß, 2 Jahre Garantie. Also auch das sind immer so Sachen in der Langlebigkeit, wo man alles mit berücksichtigen muss. Qualität und Garantieaussagen haben halt auch mal ihren Preis und da muss ich sagen, auch vollkommen berechtigt, weil da schon eine ganz andere Nummer noch dahinter steht. Ja, Leute, das war's mit Zahlen, Fakten und so, jetzt sitze ich mal nicht in unserem schönen Tournee und auch nicht in unserer Ausstellung. Und ich hoffe, ihr habt die Ergebnisse mit mir angeschaut und habt euch oder könnt euch jetzt eure eigene Meinung drüber bilden. Wie es jeder sieht, das überlasse ich letztlich ja Ihnen. Für mich habe ich ja eingangs schon erwähnt, sind die Ergebnisse eine große Erkenntnis in meiner Beratungsqualität, in meiner Bedarfsanalyse, was denn der Kunde letztlich braucht oder möchte oder kann. Und ich muss mich auch ein bisschen wehren gegen die Aussagen, die eine Zelle ist besonders nur für das gemacht oder die eine Zelle ist nur besonders für das gemacht. Letztlich sind natürlich alle Solarplatten gut, haben alle ihre Daseinsberechtigung, muss man ganz klar sagen. Die eine, weil es gut und günstig ist, die eine, weil sie teuer und hochvolt ist und Schindeltechnologie, die andere, weil das ist, die andere, weil jenes ist. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Also da gibt es überhaupt gar nichts Negatives zu sagen. Ich sage nur immer wieder, man muss eben analysieren, wie viel Platz habe ich bei so einem Tournee zum Beispiel,
Und ich habe es schon zigmal praktiziert. 130, der zum Beispiel hat von uns auch 130 Watt Peak, Hochvoltmodul, 60 Volt kriegt. Da weiß ich heute schon, da knallt so die Sonne runter und da gibt es so viel Energie. Und das sehe ich an meinem eigenen Fahrzeug, wenn es früh um 6 schon auf der Uhr 7-8 Ampere hat. Und gegen Mittag ist dann jeder Akku restlos voll. Genial, das ist Autarkie. Und um diese Bedürfnisse für jeden Einzelnen zurechtzuschneidern, ist für mich so ein Test unumgänglich, damit ich einfach weiß, wann ich welche Platten empfehlen kann, euch empfehlen kann und wie man damit weiter verfahren kann. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, genauso wie über ein Abo von euch. Und bleibt dran, im nächsten Video zeigen wir wieder ein paar tolle Einbauten, wird wieder spannend. Wenn ihr die Glocke drückt, dann vermisst ihr auch gar nichts mehr oder verpasst nichts mehr. Und ich sage ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.